Jo Leute, hier ist euer Benetzi und heute hört ihr mich mal nach einer längeren Pause wieder auf dem UX-Clan-Kanal. Heute habe ich ein Thema für euch vorbereitet, über das sich bestimmt jeder von euch mal Gedanken gemacht hat oder auch nicht. Und zwar geht es um die Vor- und Nachteile von Competitive und Public, die ich euch mal ein bisschen weiter erläutern werde. Durch COD Zenos im August letzten Jahr hat ja der Competitive-Bereich einen mega Hype bekommen, da auch größere YouTuber mitgemacht haben und auch in diesen Bereich eingestiegen sind. Wenn ihr in diesem Bereich bzw. in der Competitive-Szene gut sein wollt, müsst ihr auf jeden Fall das Video von UX Charlie anschauen, wie man ein richtiger Competitive-Pro wird. In Black Ops 3, aber auch allgemein, hat Competitive mega Vorteile. Im Gegensatz zu Public schmieren euch die Lobbys nicht ab und ihr braucht nicht ewig zu suchen. Außerdem spielt ihr auch größtenteils gegen Gegner, die wirklich was drauf haben, manchmal auch nicht, und ihr könnt euch mit denen messen. Es wird auf jeden Fall nur auf Sieg gespielt, was natürlich für ehrgeizige Leute nicht schlecht ist. Und dass ihr Waffen, Perks, Aufsätze und so weiter individuell sperren könnt, ist natürlich auch geil, weil es gab es einfach in keinem Call of Duty zuvor. Auch könnt ihr euer Team selbst bestimmen und habt so gesagt ein kompetentes Team, mit dem ihr was reißen könnt. Und was ist der Vorteil natürlich daraus? Ihr habt keine random Teammates im Gegensatz zu Public und könnt euch gut absprechen und taktisch vorgehen. Nur der Nachteil an Competitive ist, sobald ihr wirklich mal knapp verliert oder richtig heftig kassiert, dann raubt es wirklich euch teils sehr die Motivation, und vor allem wenn der Gegner danach prallt oder euch provoziert, weil das geht echt gar nicht. Aber ihr müsst euch dann einfach auf Twitter rechtfertigen, warum die Schuld nicht bei euch lag, oder sagt einfach, eure Gegner sind hässlich, das geht natürlich auch immer. Public hat jeder mal gespielt, da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt, weil jeder hat damals mit Call of Duty angefangen, hat erstmal diese Online-Lobbys gesucht. Vor allem hat dieses Tryharden, ja ich weiß, das ist ein mega ekliges Wort, seinen Ursprung in Black Ops 2. Und da hat es ja, sag ich mal, den mega Hype bekommen, der natürlich auch wieder durch einige YouTuber entstanden ist. Hey, ohne Witz, diese YouTuber starten so viele Hypes. Die sollen einfach mal den Kiddies sagen, dass die aufhören sollen mit Call of Duty und einfach Minecraft-Let's Player werden. Jetzt ohne Witz. Auf jeden Fall ging es bei Public hauptsächlich darum, gute Gameplays zu reißen, anzugeben mit Medaillenstatistiken, Präzision und so weiter. Was teilweise das angekratzte Ego von einigen Personen sehr gestärkt hat. Der Vorteil von Public ist, ihr seid wirklich unabhängig von eurem Team, könnt solo zocken und müsst nicht warten, bis eure Kumpels online sind. Außerdem gibt es teils wirklich traumhafte Lobbys, bei denen eure Gegner gar nichts können und ihr zerstört die einfach vollkommen. Ich kenne echt selbst genug, es macht wirklich Bock, jemanden richtig zu zerstören, also das ganze komplette Gegnerteam einfach komplett fertig zu machen. Ja, und auf jeden Fall auf anziehende Gameplays zu gehen für den eigenen Kanal oder für den Clan ist natürlich auch eine feine Sache. Jetzt kommen natürlich die Nachteile, und der richtig fette Nachteil ist, dass ihr trotzdem noch abhängig vom Team seid. Ich meine das beispielsweise so, ihr reißt in einem Game so richtig viel, also ihr spielt zum Beispiel auf Hater und baut eine mega Streak auf und dann hauen auf einmal eure Teammates Killstreaks raus, weil sie dank eurem Hater eine Killstreak aufgebaut haben, die ohne euch gar nicht möglich wäre. Ich meine, das ist nur eine Sache, die geht mir mega auf den Sack. Das zweite, das mich mega aufregt, und das ist vor allem in Black Ops 3 so, und zwar die Lobby-Suche. Ständig laggen die Lobbys und man kann kaum eine Party finden oder eine Lobby. Das ist vor allem beim Double-XP-Wochenende sowas von schlimm, also man findet wirklich null. Und außerdem gibt es echt so ein paar Experten, die chillen natürlich mit der Shotgun in der Ecke, wie auch immer das Spaß machen soll. Und dann gibt es auch noch, wenn ihr so auf Streak seid, dann gibt es immer welche im Gegenteam, die hauen euch jede Streak vom Himmel, und das ist echt so dumm. Ich hasse das, das geht mir wirklich richtig auf den Nerv. An die Leute, die wirklich irgendwie mit Shotgun in der Ecke hocken und ständig runtergehen, bitte hört auf mit Call of Duty. Als kleines Fazit kann man sagen, dass natürlich jedem selbst überlassen ist, natürlich, was man spielt. Manche mögen einfach den einen Bereich mehr als den anderen, da kann man nichts dagegen machen, trotzdem sollte man sich auf jeden Fall gegenseitig respektieren. Wobei ich sagen muss, dass die Competitive-Spieler, die ich jetzt kenne, auch in Public mega abgehen, weil die eben schon das Aim und das Movement besitzen. Ich werde es mir echt noch gut überlegen, weil mir die Black Ops 3 Server mega auf den Piss gehen. Ich kann dadurch einfach kaum am Abend meine 1-2 Stunden zocken, was eine auf eine längere Zeit echt deprimierend ist, weil ich will einfach nur ganz normal mit meinen Kumpels zocken, aber das ist einfach gar nicht mehr möglich irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie extra zahlen muss oder so. Gibt es dann neues DLC ohne Host Migration oder sowas? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es echt schwach von Call of Duty Black Ops 3 beziehungsweise von Treyarch. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, ob ich eure Meinung größtenteils vertreten habe oder ob irgendwas noch fehlt. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Euer Benetzi.